Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum fünften Nachmittag bei unserem virtuellen Kommunikationskongress. Für unseren Referenten gilt heute eigentlich die Zeile von der neuen Letterman-Show: My next guest needs no introduction. Denn Professor Peter Gentsch ist, glaube ich, schon seit unserem ersten Kommunikationskongress mit dabei. Der gehört also quasi zum Inventar. Und für mich ist es immer so ein bisschen das Technologie-Update des Jahres, weil er uns jedes Jahr wieder ein bisschen aufs Neue erzählen kann, was sich in Digital- und KI-Themen so tut. Er ist Professor an der Hochschule Aalen im Studiengang Internationale BWL, aber auch eben ein national und international anerkannter Digitalisierungsexperte und Unternehmer. Und er ist ein gefragter Redner. Er war bei South by Southwest und im Februar beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Und heute ist er bei uns. Viel Spaß. So, dann teile ich hier mal den Bildschirm. So, ja, einen wunderschönen guten Tag von meiner Seite im digitalen Raum aus dem sonnigen Frankfurt, auch wenn die Skyline etwas anderes vermuten lässt. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Freue mich sehr, dass ich nicht ganz alleine vorm Rechner sitze. Hätte ich jetzt um die Uhrzeit am Freitagnachmittag bei dem Wetter fast erwartet. Insofern herzlichen Dank für die virtuelle Teilnahme. Man sieht, ich habe frecherweise den Titel etwas erweitert. Ich hoffe, alle sind d'accord damit. Im Schwerpunkt geht es darum, was die Maschine alles über uns weiß. So. Und da schwingt ja mal so ein bisschen Angst mit. Die künstliche Intelligenz wird immer schlauer, die weiß immer mehr bei uns. Und Marketeers können ja eigentlich dieses Wissen auch ein Stück weit missbrauchen, instrumentalisieren. Das wäre AI for bad. AI for good ist eigentlich, dass ich als Konsument immer eine bessere Experience kriege, bessere Empfehlungen bekomme. Also darüber müssen wir diskutieren. Und dann würde ich gerne noch den Exkurs machen, wenn aus Maschinen Menschen werden, das ist natürlich bewusst provokant gewählt, wenn ich also das Wissen nicht nutze als Marketeer, um besseres Marketing zu machen, sondern vielleicht um Maschinen schlau zu machen, dass Maschinen zunehmend sich wie Menschen verhalten und ich im Extremfall, dann habe ich Beispiele mitgebracht, gar nicht mehr unterscheiden kann, ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine. Und die Basis dafür ist natürlich, sage ich mal, das Wissen über Menschen, wie sie sich verhalten. Nur dann kann ich sie auch realistisch imitieren. Und ich finde diese beiden Facetten sehr, sehr spannend und teilweise spooky zugleich. Und in diese Reise würde ich es jetzt gerne ein Stück weit mitnehmen. Ich fange mal mit einem Klassiker an. Und ob man das jetzt Predictive Analytics nennt oder Advanced Analytics oder Künstliche Intelligenz. Ich kürze mal ab, ich wollte am Freitagnachmittag keine langweiligen Definitionen bringen. Für mich ist KI der Sammelbegriff für Verfahren der Analyse und viele der Verfahren sind sogenanntes maschinelles Lernen. Deep Learning ist so eines der bekanntesten Verfahren, was momentan stark durch die Presse geht. Und ja, im wissenschaftlichen Diskurs gibt es viele, die sagen, das ist ja nicht trendscharf. Über KI können wir erst dann reden, wenn die Systeme proaktiv autonom Entscheidungen treffen. Da sind wir noch im Prozess. Aber ich glaube, die akademische Diskussion passt nicht in Freitagnachmittag, sondern wir haben zunehmend Daten und wir haben zunehmend smarte Algorithmen, die diese Daten analysieren. Und das Beispiel ist relativ alt, kommt aus dem Jahre 2012. Und zwar hat da ein junges Mädchen Werbung bekommen von einem Retailer in den USA mit Werbung für Produkte für schwangere Frauen. Der Vater, der das mitbekommen, war entsetzt, ist zu dem Shopbetreiber hingerannt, hat sich beschwert. Und wie kann das denn sein? Wollt ihr, dass meine Tochter schwanger wird? Die war natürlich längst schwanger, weil man aufgrund der Verhaltensweise, der Bestellart erkennen konnte, dass diese Dame schwanger ist. Heute, 2020, weiß die KI, dass die Dame schwanger ist, bevor die Dame ist, weiß, dass sie schwanger ist. Weil ich so viele Datenquellen habe, Thema Wearable, Smartwatch, so viele Datenpunkte habe, dass Systeme mehr über mich wissen, als ich selber mich selbst weiß. So. Jetzt kann man sich fragen, will ich in so einer Welt leben? Berechtigte Frage, können wir gerne diskutieren. Fakt ist, die Systeme können das. Wir produzieren heute diese Daten. Ein schönes Beispiel hier, das ist eine Cambridge-Studie. Die haben sich nur Facebook-Likes angeguckt. Also wir wissen alle, wir können bei Facebook liken. Disliken war auch eine große Diskussion. Und was man jetzt hier gemacht hat, man hat praktisch Daten fusioniert. Man hat Befragungsdaten genommen und dann tatsächliche Daten, Facebook-Daten genommen und hat daraus Modelle gemacht. Und die spannende Erkenntnis ist, ich möchte das abkürzen, ist, wenn ich circa 8 Likes von einer Person habe, dann weiß ich über die Person so viel wie der Arbeitskollege. Bin ich so in dem Bereich, sage ich mal, 60 bis 80,
dann weiß ich so viel wie ein guter Freund von Ihnen. Und jetzt wird es spooky. Wenn ich über 300 Likes habe, weiß ich mehr über Sie, als Sie selbst über sich selbst wissen. Das Ganze ist durchaus sehr, sehr fundiert. Es ist eine Methode, die dahinter steht, die Ocean-Methode, die eben nicht nur Demographics berücksichtigt, sondern wirklich herausfindet, wie ticken wir Menschen, also wirkliche Customer Insights generiert. Die Methode ist leider ein bisschen negativ konnotiert. Im Wahlkampf bei Trump, Cambridge Analytica, werden die meisten gehört haben, wo man diese Methode instrumentalisiert hat, um sehr subversiv und nicht transparent versucht hat, Wähler zu beeinflussen und das nicht als Wahlwerbung deklariert hat. Spricht aber nicht gegen die Methode. Und natürlich ist die Verlockung groß, einen Wahlkampf zu verstehen, wie ticken Leute. Was denken die über Nachhaltigkeit? Was denken die über Umweltschutz? Das ist ja viel wichtiger zu wissen, als wie alt ist der, wo hat er studiert und was ist sein Einkommen. Insofern, was ich sagen will, dass Social Media Daten können ein super Proxy sein, um tatsächlich Customer Insights rauszubekommen. Da wird natürlich jedem klassischen Marktforscher schlecht, der sagt, um Gottes Willen, ich muss doch Leute befragen, um Wissen zu wissen. Ich mache ein Panel, ich mache Fokusgruppen, ich mache Befragungen. Und hier haben wir eine non-reaktive Messung. Ich beobachte einfach die Audience, was sie liked und was sie nicht liked. So, jetzt haben wir natürlich nicht nur Facebook-Likes, sondern ich denke mal, jeder, der heute dabei ist, hat so ein Handy. Wenn Sie ein modernes Handy haben, wie gesagt zu mir, ich habe nicht die neueste Version, dann haben solche modernen Mobile-Geräte bis zu 60 Sensoren. Also, wie ist die Beleuchtung, wie ist die Temperatur, mit welcher Geschwindigkeit bewege ich mich, wie laut spreche ich? Das heißt, ich habe hier eine Sensorik, die ich nutzen kann, um eine digitale Empathie aufzubauen. Im guten Falle, ich kann sie natürlich auch missbrauchen. Ich möchte ein ganz einfaches Beispiel nennen. Ich kann heute, wenn ich mit Siri spreche, über KI rausfinden, in welcher Stimmung ich mich befinde. Positiv, negativ, gut gelaunt, schlecht gelaunt. Die KI kann sogar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rausfinden, ob ich morgen krank werde, weil dann die Stimmbänder etwas anders sich verhalten. Und das ist so ein bisschen, ich nenne das dann auch die Creepy Line auf der einen Seite, ist doch toll. Wenn eine KI weiß, ich werde morgen krank, dann kann ich jetzt präventiv vielleicht noch was machen. Auf der anderen Seite ist das ja sowas Intimes, wie auch eine Schwangerschaft. Will eine Frau, dass ein System das vorher weiß, bevor ich selber weiß? Das heißt, wir sind hier immer ganz hart an der Grenze zwischen, wir können eine wahnsinnige Custom Experience liefern. Und auf der anderen Seite ist es auch, Moment mal, was ist eigentlich mit Privatsphäre, mit Intimität? Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich einfach die neuen Möglichkeiten, Customer Insights zu generieren. Jetzt haben wir aber nicht nur Facebook, wir haben nicht nur Handys, sondern wir haben zunehmend Wearables. Also Smart Home, Internet of Things, Internet of Everything. Alles wird irgendwie smart im Sinne von vernetzt, automatisiert, digitalisiert und mit KI ausgestattet. In Las Vegas wurde diese Zahnbürste vorgestellt letztes Jahr. Und diese Zahnbürste ist mit Alexa ausgestattet. Jetzt kann man natürlich sagen, ich muss schon sehr verzweifelt sein, dass ich mit meiner Zahnbürste sprechen will. Insbesondere beim Zähneputzen spricht sich nicht ganz so gut. Das Rational ist natürlich ein anderes. Die Zahnbürste erkennt, ob ich richtig putze, ob die Borsten aufgebraucht sind. Im Sinne von Predictive Maintenance, was wir eher aus dem Industrie 4.0-Bereich kennen, sagt mir die Zahnbürste jetzt, pass mal auf, wechsel mich aus. Im Idealfall macht sie das schon automatisch im Sinne von Convenience schlägt Marke. Und das muss nicht nur die Zahnbürste sein, das kann der Gürtel sein. Ja? Das heißt, wenn ich dann irgendwie Hunger habe und mir ein Big Mac bestelle, sagt vielleicht der Smart Belt, Mensch, lass es lieber mal, achte mal auf deine Figur. Das heißt, wir werden zunehmend Devices haben, die uns im Alltag helfen. Und auf der CES war jetzt auch erstmalig in dem Bereich Sextech, kann ich vorstellen, Las Vegas, etwas brüdes Amerika, ist dieser Bereich auf der Konsumentenmesse in Las Vegas zunehmend größer geworden, der Sextech-Bereich. Und da wurde der erste Vibrator vorgestellt, der mit Alexa ausgestattet ist. Ja? Also, weil ich damit nur sagen will, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und das ist natürlich so wichtig für unser Thema. Je mehr Datenpunkte ich habe über den Konsumenten, umso mehr kann eine KI natürlich auch Insights generieren. Das heißt, wenn ich weiß, wie schwer bin ich, wenn ich weiß, wie ist mein Pulsschlag, das hatten wir schon mit Nike, mit den Schuhen, ne, dass ich jetzt irgendwie mit der App verbinde, dass die App weiß, wie gut ich laufe. Wir werden aber keine Grenzen mehr haben. Wir haben das Smart Home, wir haben das Smart Car, wir haben die Smart Watch. Das heißt, alles wird digitalisiert und vernetzt. Und nochmal, das ist aus einer KI-Brille, würde ich sagen, bombastisch. Endlich haben wir die Daten, die wir brauchen, eben nicht nur in jedem CRM-System. Was habe ich denn da drin im B2C und B2B-Bereich? Naja, ich habe meistens Adresse, was hat er gekauft? Ja, aber die wahren Insights, ja, die ermöglicht mir natürlich so eine Technologie.
Und da sind wir natürlich in der Grenze, wie weit will ich gehen? So, und ich kann natürlich noch weiter gehen. Und das macht ganz gerne der Elon Musk mit seinem Neuralink. Also der schickt ja nicht nur Raketen ins Weltall, wenn es möglich ist. Manchmal verzögert sich das auch. Sondern er geht so weit mit seiner Firma Neuralink und sagt, pass mal auf, das Handy ist meistens 30 Zentimeter entfernt bei mir, so maximal, ansonsten werde ich unruhig. Eigentlich muss das Handy in deinen Kopf. Also brutal gesprochen werden Elektroden implantiert in mein Gehirn und mit einer App verbunden. So. Das Ganze, könnt ihr euch vorstellen, ist nicht einfach bei Zulassungsverfahren der Behörden. Das Ganze ist momentan nur bei Affen getestet. Er sucht noch mutige Probanden. Also wer noch Zeit und Lust hat, kann sich bei Elon Musk melden. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, die App liest praktisch meine Gehirnströme. Also ich kann einmal, kriege ich mehr Transparenz, wie tick ich. Das heißt, die Maschine weiß jetzt sogar das Innerste von mir, meine, sage ich mal, Neuronen, meine Ströme im Gehirn. Aber noch spannender ist natürlich, dass ich jetzt im Sinne von Augmented Intelligence mein Gehirn schlauer machen kann. Also ich wollte immer mal Chinesisch lernen, das werde ich auf meine alten Tage nicht mehr schaffen. Demnächst kann ich auf der App sagen, Sprache Chinesisch einmal ablaut. Und dann habe ich die chinesische Sprache in meinem Gehirn. Ganz klar, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber ich will nur sagen, wo ist da noch die Grenze? Dann wissen Maschinen natürlich, wenn sie Teil des Körpers sind, natürlich immer mehr. Nochmal, AI for good. Ich kann frühzeitig einen Herzinfarkt erkennen. Ja? Ich habe so eine Sensorik am Körper. Genial. Auf der anderen Seite ganz offen, Thema Security, wenn sich da jemand reinhackt in die App und auf einmal in meinem Gehirn irgendwelche Ströme steuert, in so einer Welt will ich nicht leben. Ja? Also wenn Sie wollen, ist so eine Art Gehirndoping, was der Elon Musk hier entwickelt. Und viele halten ihn da für verrückt, sowas zu machen. Und ich finde seine Argumentation aber gar nicht so blöde. Weil er sagt, die KI ist die schlimmste Waffe, die Menschheit je hatte. Schlimmer, gefährlicher als die Atomwaffe. Warum? Wenn die KI sich verselbstständigt, wird sie, wenn sie einigermaßen rational ist, den Evolutionsfehler Mensch beseitigen. Weil wir sind nicht rational, wir sind nicht effizient. Eine KI wird sich damit nicht arrangieren können. Und darum sagt Elon Musk, was ich sehr spannend finde, zu sagen, pass mal auf, wenn wir es aber schaffen, die KI für uns zu nutzen, damit wir besser werden, dann beherrschen wir die KI. Und das ist dieser Begriff des Augmented Intelligence. Ich augmentiere praktisch menschliche Fähigkeiten. Und ich weiß, es klingt für viele jetzt, und ich habe mir auch die Agenda angeguckt, wir haben über wahnsinnig Customer Centricity, der Mensch im Fokus gesprochen, dann muss sowas irgendwie merkwürdig sein. Auf der anderen Seite, mal folgende Idee, leider werden meine Augen immer schlechter und ich habe mir sowas hier zulegen müssen. Das heißt, ich sehe nicht mehr so gut und ich habe einen Sehkraftverstärker. Vielleicht höre ich irgendwann mal nicht so gut, dann habe ich ein Hörgerät. Jetzt werde ich ein bisschen vergesslicher. Warum soll ich denn nicht eine KI haben, die mir hilft, wieder mich besser erinnern zu können? Mir ist völlig klar, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, ob ich nur eine Augenschärfe optimiere oder praktisch über Gehirn eingreife. Aber letztendlich könnte ich doch sagen, KI ist ein Denkverstärker für eine Superkreativität. Und der Vorteil ist, dass wir Menschen dann im Driver's Seat sind und nicht die KI. Und darum, auch wenn ich selber damit Probleme habe mit solchen Anwendungen, sage ich mir, das ist schon durchaus mal sinnvoll, darüber nachzudenken. Aber ganz klar, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Creepy Line, also wenn das creepy ist, ja, dann gibt es einmal die positive Erfahrung, wenn ich eben die Creepy Line nicht überschreite, sondern ich sage, wow, was eine Experience. Die Firma kennt mich. Ich kriege die richtigen Empfehlungen, ich kriege die richtigen Produkte. Das ist der Wow-Effekt. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass ich sage, um Gottes Willen, woher wissen die das eigentlich? Ja? Und da sind wir momentan so in, sage ich mal, diesem Kanon, die böse Gafferwelt, Google, Amazon, Facebook, Apple, die Daten kraken. Die klauen unsere Daten, um uns letztendlich subversiv auszunehmen. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ich glaube nochmal, ohne Daten werde ich in Zukunft nicht vernünftig Marketing machen können. Und mein Plädoyer ist gar nicht so sehr Datenschutz. Der geht manchmal leider in die falsche Richtung, sondern das Thema Datenhoheit. Ich als Konsument muss entscheiden, welche Daten ich preisgebe und nicht. Und ich kann allen nur sagen, vielleicht noch ein Tipp fürs Wochenende, für das verlängerte Pfingstwochenende. Probieren Sie es mal aus. Sie können bei Facebook, Sie können bei Google jederzeit Ihr Datenarchiv anfordern. Ich habe das mal gemacht. War mega spannend. Ich habe mal 10 Jahre Zeitreise gemacht. Google speichert 10 Jahre Daten. Jeden Suchbegriff, den ich mal eingegeben habe. Jede Werbung, die mir eingeblendet wurde. Also ich möchte das nicht verniedlichen, was Google und Co. machen. Aber auf der anderen Seite kann ich auch die Transparenz einfordern. Mein Plädoyer ist, es ist nicht immer die bösen Maschinen, die Daten crunchen, um uns irgendwie zu instrumentalisieren, sondern
wir brauchen Datenhoheit. Ich muss im Driver's Seat sein und entscheiden, welche Daten ich preisgebe oder nicht. Das ist natürlich im Zeitalter einer Blackbox von KI nicht einfach, weil teilweise kann ich gar nicht nachvollziehen, was eine KI macht. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Trust. Kann ich eigentlich so einer Blackbox vertrauen? Aber ich glaube, die spannende Diskussion, wenn wir heute reden, was weiß die Maschine über uns, dann hat das immer eine, also ich hoffe, ich konnte klar machen, trotz der kurzen Zeit, wie mächtig heute schon die Möglichkeiten sind, was Maschinen über uns erfahren. Und jetzt ist hier die Frage, was machen wir mit dieser Macht? Können wir sie kanalisieren? Können wir sie nutzen für unseren Vorteil? Oder besteht die Gefahr, dass diese Macht gegen die Menschheit ausgespielt wird? Und das ist sicherlich eine spannende und nicht einfache Diskussion für einen Freitagnachmittag. Jetzt geht es nicht darum, hier haben wir irgendwie so ein Tracking eben gehabt, wie ich vielleicht mich bewege und meine Gehirnströme. Jetzt werden viele sagen, naja, im Marketing ist das gar nicht so spannend, wie kann ich das fürs Marketing nutzen? Da komme ich gleich drauf. Ich weiß, viele sagen vielleicht, jetzt habe ich mich mal auf 45 Minuten Corona-freie Zeit gefreut. Das fängt ja ganz auch noch mit Corona wieder an. Aber es ist ein schönes und einfaches Beispiel, dass ich auch Wearables nutzen kann, ohne große KI, um vielleicht das Phänomen Corona besser in den Griff zu kriegen. Was hat das Robert-Koch-Institut gemacht? Es gibt eine App, die haben gerade mal 200.000 Leute gedownloadet. Das zeigt auch so ein bisschen unseren Reifegrad in dem Bereich. Das heißt, ich habe eine App, ich connecte mich mit meinem Wearable, mit meinem Smart-Gerät, was auch immer, und dann wird der Puls gemessen. Natürlich nicht der Puls vom Mensch, sondern ich werde anonymisiert. Und wenn der Ruhepuls über dem Durchschnittspuls ist, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich Fieber habe. Wenn ich Fieber habe, muss ich auch kein Corona haben, aber es ist wieder eine Indikation davor. Das heißt, ich kann mit einer ganz einfachen App, die sich connected mit Wearables, solche Spots rausfinden, wo vermehrt hohes Fieber ist und damit Wahrscheinlichkeit besteht, eine Erhöhung des Coronavirus. Also, meine ganz einfache Idee, wie ich heute Daten, die schon vorhanden sind, ja, und es geht ja nicht immer darum, ich habe in vielen Projekten, höre ich immer, wir haben ja gar nicht die Daten und natürlich haben wir häufig die Daten, aber häufig haben wir sie und uns fehlt die Fantasie, diese Daten zu nutzen. So, das ist jetzt kein Marketing-Case gewesen, sondern ein Corona-Case. Das Ganze kann ich aber natürlich fürs Marketing übertragen, im Bereich Geofencing. Ich glaube, wir alle kennen das Konstrukt der Customer Journey. Ja, leider nicht der Urlaubsreise, daran müssen wir uns erst wieder gewöhnen, wahrscheinlich nach einer Weise, aber die Customer Journey. Und wir sind sehr, sehr gut, die Customer Journey online zu vermessen, zu tracken. Im Offline-Bereich tun wir uns schwer, am Point of Sale, hat er das Plakat gesehen und so weiter, da sind wir nicht so gut. Und es gibt aber zunehmend diese Technologie, die hier auch, sage ich mal, die Wearables oder die Mobiles eingesetzt werden, um den Konsumenten auch in seiner physischen, analogen Welt besser zu verstehen. Konkretes Beispiel, man kennt das vielleicht eher von den Webseiten. Es gibt so Web-Analytics-Tools, die sagen mir, von welcher Seite kam der Kunde und auf welche Seite geht der Kunde. Das sind solche ja, Netze, die ich heute mit jedem Web-Analytics-Tool darstellen kann, digital. Im Zeitalter von Handy kann ich jetzt aber auch meinen Konsumenten tracken. Und zum Beispiel kann es mich hier vielleicht interessieren, wo sind denn die Kunden, bevor sie in den Nike-Shop in Berlin gehen, waren die vorher bei Adidas oder gehen die erst in den Nike-Shop und gehen die dann zu Adidas? Das heißt, ich kann solche Strecken, solche Trampelpfade, die wir häufig nur digital messen konnten, jetzt auch in der physischen Welt über solche Vehikel wie Wearables und Smartphones sehr, sehr gut tracken. Und natürlich jetzt wieder aus einer Marketing-Sicht ist das klasse. Warum? Ich kann zum Beispiel jetzt ganz spezifische Kampagnen fahren. Wir können momentan leider nicht ins Stadion gehen, wir haben die Geisterspiele. Aber wenn ich wieder mal ins Stadion gehen kann und in München bin, dann nutzt der FC Bayern München das, um ganz personalisiert Werbung, Aktionen auszusteuern. Also wenn ich gerade auf dem Weg ins Stadion bin, das ist natürlich ein ganz hoher Grad der Personalisierung, der nur dann funktioniert, wenn ich weiß, wo der jeweilige Konsument sich aufhält. Oder die ARAG, Instant Insurance, ein Riesenthema. Ich brauche dem keine Skiversicherung anzubieten, wenn der gerade im Sommer am Meer ist. Wenn ich aber weiß, er ist auf dem Weg zur Skihütte, dann kann es durchaus Sinn machen, ihm sowas anzubieten. Also was ich sagen will, durch die zunehmende Transparenz, dass ich nicht nur weiß, wie tickt der Kunde, sondern ich weiß, wo ist der Kunde und welcher Intent ist momentan relevant, nämlich entweder Fußball oder Skifahren oder Big Mac essen. Durch diese Insights kann ich natürlich sehr, sehr gut Kampagnen aussteuern, die eine extrem hohe Conversion haben. Und jetzt kann man sich wieder die Frage stellen, ist das ethisch sauber? Naja, erstens mal muss ich die Permission geben, um sowas zu machen. Und zum anderen, naja, ich finde es nicht schlecht, wenn ich eine Kampagne kriege von FC Bayern München, wenn es relevant ist. Und
wir reden immer über Spam und über nervige Push-Werbung, aber in dem Moment ist, glaube ich, Relevanz einfach wichtig. Aber das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Sehr viele haben wahrscheinlich von Ihnen in der Corona-Zeit Netflix geschaut. Und Netflix hat ja Trailer. Also hat einmal diese Thumbnails, diese Pictures, die praktisch Filme teasern oder eben kompletter Trailer. Und was Amazon, in dem Fall Amazon macht das auch mit Prime, aber was hier Netflix macht, die analysieren nicht nur den Content, das Bewegtbild, sondern das Verhalten von uns Zusehern, von der Audience. Und jetzt kriegt jeder von uns einen anderen Trailer, einen anderen Thumbnail, abhängig von unserem Verhalten. Das heißt, Netflix schaut, wie schauen Sie Fernsehen oder Filme? Wo brechen Sie ab? Wo halten Sie durch? Was ist der thematische Schwerpunkt? Das heißt, ich kriege jetzt irgendwie einen Teaser, der meine Präferenzen adressiert, und Sie kriegen einen Teaser, der Ihre Verhaltensweisen und Präferenzen adressiert. Das heißt, die Maschine weiß meine Präferenzen. Und sie nutzt es in dem Fall zu sagen, ich mache dir Filme schmackhaft. Ist das legitim? Ich denke, ja. Wir können noch einen Schritt weiter gehen. Wir könnten ja nicht nur Trailer personalisiert erstellen, wir könnten ja mit KI ganze Filme in Abhängigkeit von Präferenzen, Verhaltensweisen generieren. Was es dann schwierig machen könnte, wenn der neue James Bond kommt, am nächsten Tag redet man drüber, sagt der eine, ich fand den Aston Martin, super Auto. Beim anderen war es vielleicht der Porsche 911, weil er andere Präferenzen hatte. Also wir kriegen dann praktisch personalisierte, gecustomized Filme. Ich glaube, so weit wird es nicht gehen, aber ich möchte Ihnen hier nur ein Beispiel geben, wie ich heute schon mit KI Kundenwissen generieren kann, um Filme, Trailer zu personalisieren und on the fly zu produzieren. Ich mache dazu gerade ein Projekt zusammen mit dem ZDF Digital und Pro7Sat1, weil ihr habt vielleicht gesehen, das sind alles englischsprachliche Beispiele. Und ich habe gesagt, das muss auch mit der deutschen Sprache funktionieren. Und dieses Forschungsprojekt hat zur Aufgabe, genau das, was ein Disney macht, ein Amazon Prime macht und ein Netflix macht, nach Deutschland zu portieren, auch für deutsches Bewegtbild verfügbar zu machen. Und die gute Nachricht, es geht. Wir sehen hier links, Sie können sich auch mal angucken. Also wer Interesse hat, Bewegtbild intelligent zu analysieren, Insights rauszuholen, dann bitte mich ansprechen. Und es gibt zwei Gründe, warum englischsprachige Inhalte einfacher zu analysieren sind. Die Sprache ist viel einfacher als die deutsche. Und ich habe viel mehr Trainingsmengen. Es gibt halt wahnsinnig viel englischsprachigen Content zum Trainieren im Vergleich zu deutschsprachigen Content. Okay, das war also das Thema. Ich denke an den Freitagnachmittag und an Ihren Feierabend. Ich hoffe, ich konnte trotzdem schon klar machen, wir haben heute wahnsinnige Methoden, Daten zu tracken, verfügbar zu machen, bestehende Daten zu nutzen, mit KI-Insights zu generieren. Der nächste Schritt ist, kann ich dieses Wissen nicht auch nutzen, um vielleicht künstliche Menschen zu bauen? Wenn um Gottes Willen, jetzt wird es ja hier wirklich schlimm. Nein, aber vielleicht können wir ja auch Repräsentanten schaffen, die für uns Arbeiten abnehmen. Also es gibt Sachen, die machen mir keinen Spaß. Also ich weiß noch, an der Hochschule haben wir auch sowas wie Reisekostenabrechnung, Reiseanträge. Das ist wahrscheinlich in jeder Organisation eine Katastrophe. Also wenn ich hier einen virtuellen Assistenten hätte, der das für mich macht, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Suche ich einen Gesprächspartner beim Glas Wein am Abend, dann würde ich lieber noch mit Menschen reden als mit einem virtuellen Agenten. Aber die Idee dahinter ist, wenn wir zunehmend verstehen, wie Menschen funktionieren, kann ich dieses Wissen nicht nehmen, um Maschinen so klug zu machen wie Menschen, damit sie uns Arbeit abnehmen. Wir Menschen können viele Sachen extrem gut. Wir haben Experience. Warum kann die Maschine das nicht reproduzieren und skalierbar machen, sodass wir wirklich Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Und das ist mein zweiter und letzter Teil für den heutigen Tag. Sehr bekannt in dem Bereich der Roboter ist Boston Dynamics. Das werden viele schon gesehen haben. Da habe ich auch ein Stück weit gelernt, wie bewegt sich der Mensch. Ne? Und habe dieses Wissen, also die Maschine hat Wissen über uns Menschen und nutzt dieses Wissen, damit eben Maschinen sich auch ähnlich elegant bewegen können. Ich habe hier so ein schönes Beispiel, dass das auch mal nach hinten losgehen kann. Das ist so ein Beispiel für den Kontrollverlust der künstlichen Intelligenz. So, gute Nachricht, das ist ein Fake gewesen. Aber so unrealistisch ist das nicht, dass eine KI irgendwann mal sagt, Moment mal, also das, was ihr da macht, finde ich gar nicht gut. Ich habe eine eigene Agenda. Hoffen wir es mal nicht. Also bitte nicht ganz so ernst nehmen.
Aber jetzt, und das ist schon auch wieder so, wo man sagt, jetzt wird es wieder spooky. Es gibt einige Startups, gerade in den USA, die lassen Tote wieder auferstehen. Ja? Eine, die können übrigens beide Apps mal kostenlos testen. Ich mache das immer gerne mit den Studenten als Test, weil man kann über KI abstrakt reden, aber man kann sie auch mal versuchen, erlebbar zu machen. Und der Roman ist leider vor 4 Jahren beim Autounfall gestorben. Und seine Freundin hat dann seine ganze Kommunikation genommen. Seine Tweets, seine Facebook-Posts, all das, was er kommunikativ digital hat. Hat es eine KI gegeben. Die KI trainiert jetzt den verstorbenen Roman. Und jetzt kann ich mit Roman sprechen. Der Roman antwortet auch. Er antwortet emotional, er antwortet empathisch. Obwohl wir alle wissen, dass er tot ist. Da kann ich mir schon vorstellen, ich sehe leider wenige Gesichter, das viel um Gottes Willen, das ist doch krank. Ja. Natürlich kann man sagen, will ich sowas? Auf der anderen Seite, ich kenne Leute, die bei Verstorbenen sich nochmal die Mailbox anhören, um die Stimme zu hören. Ich kann natürlich auch die Stimme von ihm imitieren. Also die Frage ist, psychologisch vielleicht durchaus bedenklich, genau wie der andere Fall, das ist Replika. Die Idee ist, dass eine künstliche Intelligenz, mit der sie sprechen können, wenn sie Sorgen und Probleme haben. Weil es gibt wohl durchaus Psychologen, die sagen, dass Menschen sich leichter tun, mit Maschinen zu reden, als mit Menschen, was ich eigentlich sehr traurig finde. Und diese Replika-Applikation ist eine künstliche Intelligenz, mit der ich reden kann, wenn ich Probleme habe. 24/7, 365. Halte ich für gefährlich, beziehungsweise ich glaube, man müsste sich schnell überlegen, so ein Handover zu einem tatsächlichen Psychologen, der jemandem dann auch wirklich helfen kann, weil das kann die KI natürlich nicht. Aber es ist ein Beispiel, wo ich sage, ich lerne, wie ein Mensch funktioniert oder funktioniert hat und gebe die Illusion, ich simuliere, ich imitiere ihn. Das ist so ein Bereich, ich weiß, da kann man dich fragen, will ich das oder will ich das nicht? Ich will nur sagen, es gibt Beispiele dafür. Und natürlich, wir leben in Zeiten von Fake News. Das muss aber nicht immer nur textuell sein, ja? Sondern das kann auch zunehmend Bewegtbild sein. Und da habe ich eine kleine Sequenz für Sie mitgebracht. Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Das Ganze ist stark diskutiert worden in der Presse als Deepfake. Da hat man Celebrities genommen, Prominente und in Pornos rein projiziert. Hier ist das Beispiel, dass man Obama etwas sprechen lässt. Das kann ich heute kaum noch unterscheiden, ist das real oder nicht. Das heißt, das ganze Thema Fake News kommt auf eine ganz andere Dimension. Ich weiß gar nicht, vielleicht rede ich gerade mit dem Rektor oder nicht oder mit dem Geschäftspartner oder ist das vielleicht nur ein Fake. Ganz spannend, da gibt es natürlich wieder Gegenbewegung. Das ist ein Startup aus Israel. Die nutzen jetzt AI nicht, um Fakes zu generieren, sondern um mich vor Fakes zu schützen. Also wenn Sie jetzt hier in der Audience Deepfake gefährdet sind, dann würde ich dringend raten, sich mit dieser Company auseinanderzusetzen, weil die hilft Ihnen, dass Sie praktisch nicht per Deepfake werden. Die haben eine KI entwickelt, die kein Face Recognition ermöglicht, die also nicht mich erkennen kann, was in China wahrscheinlich wenig geduldet ist. Das heißt, ich mache mich irgendwie immun gegen das Thema Bilderkennung und ich mache mich immun dagegen, dass mich jemand verunstaltet und ein Deepfake mit reinzieht. Was ich damit sagen will, ich finde es spannend, ich kann KI nutzen, um Wissen über Kunden zu generieren. Ich kann KI nutzen, um Kunden und Menschen zu imitieren. Ich kann aber auch KI nutzen, um mich davor zu schützen, im Sinne von IT Security. Das ist wie so ein Wettrüsten. Insofern fand ich das Beispiel sehr, sehr spannend. Und im Marketing, das war ein Trend, den ich komplett unterschätzt habe. Das Influencer-Marketing habe ich noch so vor einigen Jahren beschmunzelt. Man muss ehrlich sagen, es ist mega erfolgreich, dass CBA-Promis für viel Geld irgendwie komische Sachen sagen. Es funktioniert. Die Frage ist natürlich, das kann ich natürlich auch synthetisch machen. Und ich glaube, der neue Trend, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist zunehmend synthetischer Content. Wir wissen heute schon, dass KI Blogposts schreibt, Wetterberichte macht. Wir haben gesehen, dass eine KI Bilder malen kann, eine KI ein Video drehen kann. Naja, und KI kann auch einen Influencer imitieren. Diese Michaela hier, die hat 1,5 Millionen Follower. Ja, da, das ist im Benchmark zu den Celebrities, den echten vielleicht noch wenig, aber das zeigt schon, dass Konsumenten sich auch mit virtuellen Influencern identifizieren. Und eins kann ich Ihnen sagen, die Michaela ist nicht so bockig, wie vielleicht einige von diesen Teenie-Influencern. Und sie macht das 365, 24/7.
will dafür noch nicht mal Geld. Im Gegenteil, ich verdiene sogar Geld mit ihr. Also nochmal, ich kann mit KI und Daten zunehmend eine synthetische Welt erzeugen, die ich in der realen Welt nutze. Und reale Personen springen darauf ein. Wer ist hier relativ weit vorne? Also wenn man mal guckt, KI ist sicherlich USA vorne, China ist vorne. Hier ist eine Show, wo die den Host imitieren. Also das sind praktisch Lookalikes, wenn sie so wollen, digitale Zwillinge, die sie kaum noch unterscheiden können. Da kann man sich über den Sinn fragen, warum habe ich jetzt einen virtuellen Host, der mich durch eine Sendung führt? Es gibt ein Video dazu, das zeigt aber heute die Qualität, die sicherlich schon recht beeindruckend ist. Und letztes Beispiel von Samsung, auch in Vegas auf der CES. Ich habe zunehmend virtuelle Personen, die als Fitnesstrainer sind, als Reporterin sind, was auch immer. Und Sie können sich vorstellen, Sie können einen Markenbotschafter kreieren, der für Ihre Marke draußen ist. Sie können Ihrem Customer Service ein Gesicht geben. Das heißt, die synthetische Content-Gestaltung mit KI und Daten wird immer einfacher. Nochmal, hat immer zwei Seiten. Ich möchte einen kurzen Ausblick geben und dann hoffentlich freue ich mich auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Ich habe da noch eine kleine Bitte. Ich mache gerade eine Studie. Würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere Lust hat, da mitzumachen. Ich möchte Sie nur ganz kurz nochmal auf die Zeitreise mitnehmen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was wird die Zukunft mit uns machen? Web 1.0, ja, das war so, ne, die Zeiten des Internets, das World Wide Web entsteht. Sehr stark ging es da um Information, Kommunikation. Das Google-Ad-Thema kam auf, also eine recht frühe Phase. Wir haben dann das sogenannte Mobile Web. Dann kam das Thema Mobile First auf, IoT, Augmented Reality. Zunehmend kam Social Media auf. Wir haben es dann Web 2.0 häufig auch genannt. Und wir sind momentan in einer sehr spannenden Phase. Die nennt sich Conversational Web. Das heißt, wir können zunehmend sprechen. Das ganze Thema Alexa, Siri, Messenger, KI-basiert. Ich habe hier heute auch einiges, glaube ich, zeigen können. Internet of Everything. Und wenn man den Mark Zuckerberg fragt, der sagt nicht mehr Mobile First, der sagt AI First. Alphabet bezeichnet sich heute als AI Powerhouse. Also wir sind in der Ära von Bots, Messenger, Conversational Web und KI. Das ist genau die Phase, in der wir jetzt gerade leben. Und die Frage ist, was kommt eigentlich danach? Nach Corona und nach Conversational Web. Und das ist so der Bereich, wo jetzt viele Futuristen natürlich sich austoben und sagen, wir werden die Singularität haben, die Superintelligenz. Also, die Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, waren alles eine schwache Intelligenz, eine Narrow Intelligence. Eine General Intelligence ist das, was wir Menschen haben. Und wenn ich jetzt verschiedene General Intelligence miteinander verknüpfe, bekomme ich die sogenannte Superintelligenz, die Singularität. Und das ist genau dann, wenn Arnold Schwarzenegger reinkommt und Science Fiction ein Thema wird. Ich glaube, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und bin die ganzen Wissenschaftler so durchgegangen mit ihren Prognosen, habe mal das arithmetische Mittel gebildet. Also ich sage mal so 2040, 2045 ist so der Erwartungshorizont. Das ist auch gar nicht mehr so lange, aber ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, dass wir heute schon in Zeiten leben, wo wir von Systemen gesteuert werden, die wir gar nicht verstehen. Also wissen Sie, warum Sie bei Google ein Ergebnis kriegen? Ich kriege in Frankfurt ein anderes Ergebnis als Sie in Aalen oder Stuttgart, weil der Algorithmus das gelernt hat. Das nächste Tinder-Date, wir haben keine Ahnung warum. Der Airbnb-Fahrer, das, was ich bei Airbnb kriege oder eben jetzt bei Uber kriege, die nächste Taxifahrt, das entscheiden alles Algorithmen. Das ist eine Blackbox. Das heißt, ich glaube, wir werden uns als Konsumenten in Zukunft fragen müssen, welcher Blackbox kann ich eigentlich vertrauen? Da muss ich gar nicht von Singularität und Superintelligenz reden. Wir haben heute schon das Problem, dass ich eine KI habe, die ich nicht verstehe, die nicht transparent ist. Wenn man sich mal anguckt aus der Marketing-Ebene, was wir ganz klar sehen, dass das Thema Loyalität nachlässt, das Thema Marke nicht mehr so wichtig ist, dass das Thema Push-Kommunikation weicht hin zu intelligenten, personalisierten Formen der Kommunikation. Und Convenience wird immer wichtiger. Ich habe mal gesagt, Convenience schlägt Marke. Wir werden immer bequemer. Die Googles, die Amazon, die Facebook verstehen uns eben smart zu bedienen mit Devices. Insofern Convenience, glaube ich, wird in dieser Ökonomie immer entscheidender. Und vielleicht gerade so in Zeiten von Corona, wo man sich auch mal fragt, was ist eigentlich so unser Wertesystem in der Gesellschaft, wohin wollen wir uns eigentlich bewegen? Ich sage Ihnen eins, wenn wir das Spiel hier weiterspielen mit der KI, werden wir vom selbstfahrenden Auto über das selbstfahrende Unternehmen zur selbstfahrenden Gesellschaft kommen. Warum? Eine KI ist effizient. 365 Tage, 24/7. Kein Betriebsrat, niemals krank. Das heißt, wenn ich ökonomisch handle, muss ich ja Menschen substituieren durch KI. Ob das gut ist, ist jetzt die Frage. Und das ist genau jetzt die Vision, wo wir hingehen. Es gibt eigentlich zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, die KI wird immer besser. Wir sind
vielleicht nur noch in der zweiten Reihe. Und viele sagen, super, dann kann ich endlich mal Kinderbücher schreiben, Schach spielen und mich in den Garten legen. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder die KI sagt vielleicht, wir brauchen den Menschen gar nicht mehr. Und die andere, das ist so Elon Musk-mäßig zu sagen, nein, nutz doch die KI, um Menschen zu empowern, dass wir als Menschen intelligenter werden und vielleicht sogar unsterblich werden. Der Ray Kurzweil, der sicherlich einer der bekanntesten Futuristen im Bereich KI ist, der geht davon aus, dass in wenigen Jahren wir schon in der Lage sind, unser Gehirn auf eine Festplatte zu speichern und praktisch virtuell in dieser Festplatte weiterzuleben. Auch spooky. Was ist das Thema mit Bewusstsein, Emotion? Nein, da sind wir natürlich rein faktisch einfach Nullen und Einsen auf einer Festplatte. Sie sehen, da ist viel Fantasie auch drin, wo die KI hingeht, was Maschinen machen. Ich bin fest schon überzeugt, dass wir ein Szenario brauchen, wo wir im Driver Seat sind, wo wir die KI nutzen im Sinne von Augmented Intelligence. Weil ich glaube, eine Welt, wo wir noch Beifahrer sind, ist mehr als gefährlich. Okay, jetzt werden Sie sagen, um Gottes Willen, das war jetzt ja 5000 Meter Meeresgrund und, oh Gott, Vision, Science Fiction. Ich möchte Sie einmal noch erden, bevor wir dann auch hoffentlich gleich in die Diskussion gehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch ein paar Fragen haben. Es gibt einen Trend, der Conversational Web Trend, den Sie hier sehen. Conversational Commerce ist so das Buzzword. Und ganz offen, ich bin da skeptisch und ich habe mir gefragt, alle reden darüber, aber ganz ehrlich, also Messenger, ja, WhatsApp mache ich, aber mache ich damit Business? Und da haben wir uns überlegt, eine Studie zu machen und da würde ich Sie einfach nur ein bisschen animieren. Sie kriegen natürlich die Studienergebnisse zur Verfügung gestellt. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, gestatten Sie mir 2, 3 Folien. Also wir haben einmal diese Website-Story gehabt, ne, Web 1.0, dann haben wir die Mobile, die App-Economy und jetzt sind wir in der Conversational Economy 2020. Und interessanterweise, um auf Corona zu sprechen zu kommen, der beliebteste Kanal während der Krise Corona ist WhatsApp. Das heißt, WhatsApp hat nun mal einen richtigen Boost bekommen durch diese Krise. Selbst wenn es darum geht, wie informiere ich mich über Corona? Na klar, Fernsehen, Radio, Zeitung Nummer 1. Aber WhatsApp ist wichtiger als Social Media, wenn es darum geht, Informationen über Corona zu bekommen. Ganz aktuelle Zahl, die ich hier noch mitgebracht habe, sorry für den kleinen gedanklichen Sprung, den Sie hoffentlich am Freitagnachmittag trotzdem mit mir gehen. Aus diesem Monat, machen Sie sich mal klar, 96% der deutschen Bevölkerung nutzt WhatsApp. Dann kommt der Facebook-Messenger. Also von wegen, das ist was für die Digital Natives. Ich habe brutale Reichweite. Das Problem ist, wir haben ein bisschen eine Fantasielosigkeit, wie mache ich mit der Reichweite Business? Wie kapitalisiere ich die im Marketing und im Business? Und wenn Sie mal nach China gucken, ich war im Dezember da, WeChat, die komplette Customer Journey wird über WeChat abgebildet. Ich kann Restaurant buchen, ich kann Produkte kaufen, ich kann Krankenhausaufenthalt buchen, ich kann meine Krankenkassenabrechnung darüber machen. Das heißt, es entsteht ein völlig neues Ökosystem auf Basis von WeChat. Und in Deutschland haben wir noch eine Fantasielosigkeit, wie mache ich denn wirklich Marketing mit WhatsApp oder anderen Messenger oder mit Alexa und wie mache ich damit Business? Und ich habe ein Startup gefunden, das hat mir gut gefallen, 27-jähriger Kerl, der hat Hey Charles heißt das. Das ist ein Shop, wo ich tolle Kleidung kaufen kann und zwar rein über WhatsApp, also Convenience pur. Und das ist praktisch meine Forschungsmotivation. Wir untersuchen gerade, wie ist eigentlich Conversation und Business in der Dachorganisation? Das ist eine Befragung und wenn Sie daran teilnehmen, würde ich mich riesig freuen. Sie kriegen natürlich ganz exklusiv die Studienergebnisse. So, ich habe fertig. Es war ein schneller Ritt. Ich habe auch so ein bisschen auf Struktur und Definition heute nicht so Wert gelegt, sondern habe mir gedacht, ich hoffe, möglichst viele Beispiele, die teilweise auch abschreckend waren, das ist mir völlig klar, aber vielleicht ist das so ein bisschen Futter für eine Diskussion, auch gerne kontroverse Diskussion. Ich würde mich riesig freuen, trotz Sonne draußen und fortgeschrittener Uhrzeit, wenn wir jetzt noch ein bisschen diskutieren können. Erstmal herzlichen Dank. Herr Gensch, vielen Dank für den spannenden Vortrag und unser jährliches KI- und Technologie-Update. Ja, es gibt Fragen. Nachdem wir jetzt nicht so arg viele sind, glaube ich, können wir es auch so machen, dass ich den Leuten jetzt kurz jeweils das Mikrofon gebe. Und der Professor Hering hatte gleich 3 Fragen. Dann würde ich mit dem jetzt mal anfangen und schalte mal das Mikro ein. Gerne. Jetzt? Nee, will nicht. Audio ein. Ist er noch da? Nee. Oder darf ich das nicht? Aber so, ich bin jetzt da. Ja, perfekt. Eine wichtige Frage für mich, wie, mit welchen Methoden schaffen wir es, die Datenhoheit zu gewinnen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt hier einen Trade-off zwischen Convenience und Datenhoheit. Das heißt, die Facebook und Googles liefern ganz tolle Tools, die ich als Konsument nutzen kann, aber auch als Unternehmen, um gut Marketing zu machen. Das Problem ist, ich besitze nicht die Datenhoheit. Die Datenhoheit hat Facebook und Google. Das heißt, meine Empfehlung ist, im Sinne vom Upper Funnel diese Google und Facebook zu nutzen für Reichweite. Wir haben gesehen, WhatsApp hat Reichweite ohne Ende, das kriege ich so nicht hin. Und dann brauche ich Ideen und Logiken, wie ich praktisch von aus dieser Welt in meine First-Party-Data-Welt komme. Und zwar, das können banale Sachen sein wie eine Kundenkarte, ein Kundenbindungsprogramm. Ich muss es verstehen, durch guten Service, durch gutes Engagement, den Kunden dann zu mir zu holen. Das heißt, ich muss praktisch den Kundenkontakt ownen und pflegen. Und ich glaube, das ist auch ein Differenzierungsmerkmal, was eine Gafferwelt immer eher mechanisch macht, automatisiert macht. Und ich glaube, das ist die Chance auch für Mittelständler zu sagen, nein, ich nehme meinen Kunden noch ernst, ich möchte mit ihm interagieren. Das Problem ist, wenn ich selber engagen will, Kommunikation machen will, Werbung machen will, dann habe ich das Problem der fehlenden Reichweite. Das kann Google und Co. extrem gut. Das heißt, wir müssen ausbalancieren, diese Gafferwelt zu nutzen für Reichweite, um es dann zu schaffen, in unserem Funnel das münden zu lassen, sodass wir eine Permission vom Kunden bekommen. Ich weiß nicht, gestern kam mir das Rechtsurteil Thema Cookies. Ja? Es reicht nicht aus zu sagen, defaultmäßig Cookie akzeptieren. Ich muss ihn explizit vor die Frage stellen, willst du lieber die Seite mit Cookies oder ohne Cookies? Das heißt, wir gehen doch in eine Welt rein, wo ich mir eine Permission vom Kunden hole. Und meine Erfahrung ist, wenn ich dem Kunden klar mache, welchen Vorteil er hat, dass er mir die Permission gibt, ist er auch bereit, die Permission zu geben. Also, es ist ein Dilemma zwischen, ich möchte die reichweitenstarken Tools nutzen, zulasten der Datenhoheit, aber ohne Reichweite erreiche ich eben auch die Audience nicht. Das heißt, ich muss schaffen, nach der Reichweite im Upper Funnel den Kunden immer mehr in meine Domäne zu holen. Und da greifen ganz normale Kundenbindungsinitiativen und Mechaniken. Und dann kann ich aber durchaus auch wieder die Gafferwelt nutzen, über Lookalike-Audiences oder auch wieder zu multiplizieren, mehr Reichweite aufzubauen. Aber ich glaube, der Trend geht ganz klar hin, First-Party-Daten, die ich als Unternehmen ohne pflege und ich auch der Kümmerer bin. Herzlichen Dank. Noch eine andere Frage. Es gibt ja verschiedene KI-Lösungen, je nachdem, wie ich meine Algorithmen programmieren werde. Welche sind denn vertrauenswürdiger? Wie kann man das herausbekommen? Ja, die schwierigsten Fragen, das ist am Freitagnachmittag. Ja, es ist, also Sie sind fit jeden Tag. Also meiner Promotionszeit, wir haben mit KI gearbeitet, da war noch sehr stark IBM führend. Das waren monolithische Systeme, die waren nicht teuer. Und heute habe ich eine Demokratisierung der KI. Wir haben wahnsinnig viel Open-Source-KI-Software, also Google TensorFlow als der mächtigsten Plattform, wo ich ganz tolle Algorithmen bekomme. Jetzt die spannende Frage, kann ich denen vertrauen? Naja, das Problem ist, dass ich mit einer gewissen Intransparenz leben muss. Nehmen wir das Thema neuronale Netze. Als ich promoviert habe, hatten wir einen Input-Layer, ein Output-Layer, ein Zwischenlayer. Da konnte ich die Blackbox noch ganz gut transparent machen. Das sogenannte Deep Learning hat hunderte von Zwischenlayer. Das heißt, wenn ich heute der Algorithmus eine Entscheidung trifft, kann ich kaum noch reproduzieren, warum er das gemacht hat. Wir forschen im Bereich Explainable AI daran, aus der Blackbox eine Graybox zu machen. Das heißt, am Ende des Tages muss ich dem Algorithmus der Blackbox ein Stück weit vertrauen. Wie kann ich das machen? Na gut, ich kann natürlich Testdaten nehmen. Ich kann natürlich Daten nehmen, die ich kenne, wo ich das Ergebnis kenne und die ich den Algorithmus jagen und kann praktisch den Algorithmus validieren. Wenn ich in einer neuen Domäne bin, ist das wahnsinnig schwierig. Und noch schwieriger ist es ja nicht nur den Algorithmus, wer ist welcher Algorithmus vertrauenswürdig, sondern wie vertrauenswürdig sind denn die Daten, die ich reinstecke? Weil der beste Algorithmus macht Schrott, wenn die Daten eben biased sind, verzerrt sind. Da gibt es ja unendlich viele Beispiele für. Und ich glaube, zu sagen, welche Daten vertrauensvoll sind, ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Und ich bringe da mal gerne das Beispiel, Sie können es gerne mal ausprobieren bei Google, Frauen können. Können Sie mal eintippen in den Suchschlitz. Dann kommt dieses Autocomplete. Und dann kommt in den meisten Städten dieser Republik, können nicht Auto fahren. Vorweg, ich sehe, wir haben immer noch ein paar Damen unter uns. Ich distanziere mich massiv davon. Jede Statistik sagt, Frauen können besser Auto fahren als Männer. Jetzt könnte man sagen, was sind denn das für Shobis bei Google? Was haben die, wie haben die den Algorithmus eigentlich programmiert? Den kann man ja gar nicht vertrauen. Nö. Google macht nichts anderes, als praktisch uns einen digitalen Spiegel vorzuhalten. Und im Internet
Und in den Communities scheint die Mehrheit der Leute zu sagen, Frauen können nicht Auto fahren. Und das lernt der Algorithmus. Und jetzt ist die spannende Frage, ist das vertrauensvoll? Wer overrult denn jetzt eigentlich den Algorithmus und sagt, pass mal auf, die Daten stimmen doch gar nicht? Also ich glaube, dass die Herausforderung, welcher Algorithmus vertrauenswürdig ist, ich glaube, das können wir besser lösen, weil wir Algorithmen überprüfen können. Ich glaube, die größere Herausforderung ist, wie schaffen wir es sicherzustellen, dass die Daten vertrauenswürdig sind? Und das ist eine Riesenaufgabe. Dankeschön. Okay. Herr Professor Ehring, alle Fragen beantwortet? Nein, aber ich überlasse jetzt anderen auch das Feld. Okay, ja. Dann gehe ich mal zum TSC Dance Emotion. Der hatte auch noch eine Frage. Ich weiß leider nicht, wie Sie wirklich heißen. Ja, Frank Helwig ist mein Name. Hallo. Ja, hallo. Ja, meine Frage wäre, wenn künstliche Intelligenz so vielen, bei so vielen Themen helfen kann und vor allen Dingen auch so virtuelle Personen entstehen lassen kann, dann kann doch eigentlich auch KI dazu beitragen, mehr über einen selbst zu lernen. Das heißt auch zu erkennen, wo, ich sag mal, irgendwelche Probleme sind, die man selber nicht erkennt. Ja, absolut. Also die Idee ist ja auch, dass man zu mir auf Mobile Devices eine personalisierte KI, die mich lernt, ja, wie verhalte ich mich, was mache ich richtig, was mache ich falsch, und mir dann eine Empfehlung gibt. Und das kann man natürlich machen, indem man mich benchmarkt. Also was ist ein normaler Puls oder, ich sag mal, was sind schlaue Antworten, was ist eine normale Kommunikationsintensität. All das könnte ich natürlich einem Gerät, kann ich analysieren. Und ich könnte mich benchmarken mit anderen oder das Gerät könnte mir Empfehlungen geben. Also das heißt, insofern eine sehr gute Frage. Nicht nur Google setzt praktisch den digitalen Spiegel vor dem Internet, sondern die KI kann ich nutzen, dass sie mich mal reflektiert, mich beobachtet und unbiased. Ne? Also der Partner, die Partnerin macht das ja vielleicht immer ein bisschen emotional, wenn man Freunde fragt. Eine KI hat ja keine Agenda, eine KI hat keine Emotionen. Eine KI kann mich ganz nüchtern analysieren und ja, kann dann zum Beispiel auf Basis von Benchmarks oder anderen wissenschaftlichen Werten sagen, dass man auf Allergens beweg dich mehr oder quatsch nicht so viel, red leiser, red nicht so schnell. All das können wir für den spannenden Punkt, also auch zur Selbstreflexion nutzen, weil wir sind ja auch manchmal biased, ne? Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ja. Insofern sehr, sehr spannende Frage, die KI zu nutzen als für einen kritischen Diskurs mit der eigenen Person. Finde ich sehr spannend. Gibt es da schon irgendwas am Markt? Ja, sollten wir mal drüber reden. Also ich mache das Entrepreneurship jetzt gerade, ein spannendes Thema zum Thema Unternehmen. Nein, also ernsthaft ist mir nicht bekannt. Also ich weiß, ich sag mal, so ein bisschen geht das rein in dieses, dass ich Personen wieder erlebe, wieder auferstehen lasse, ne? Dass ich irgendwie die lerne und auch ein Stück Reflexion der Person. Aber das ist eben auf andere bezogen. Ich wüsste jetzt nicht, so ein Self-Assessment praktisch, ne? So eine Psychostudie über KI meiner Person. Also kann mir vorstellen, dass es irgendwo sicherlich wieder dann ein Start-up irgendwo auf dieser Welt gibt, die den Gedanken schon mal hatten. Aber eine tragfähige kommerzielle Lösung ist mir nicht bekannt. Finde die Idee aber sehr, sehr spannend. Okay, danke. Herr Knopfer hat hier noch einen Einwand dazu. Ich stelle den mal kurz auf Audio. Herr Knopfer? Ja, hallo. Einwand. Eine Nebenbei-Bemerkung. Werden wir dann nicht alle gleich, wenn die KI bestimmt, wie wir zu sein haben? Also ich habe jetzt mal lustigerweise zugeschrieben, irgendwie scheint es wichtiger zu sein, was meine Frau von mir will, als die KI von mir will. Ja, das ist ein guter Punkt. Wir werden ja ein Stück weit, das erleben wir heute schon, von der KI konditioniert. Ja? Also eine KI macht mir doch Empfehlungen, was ich suchen sollte, was für Produkte ich kaufen sollte. Ja? Das heißt, die Gefahr, die ich auch so sehe, dass wir so Trampelpfade immer mehr haben, dass wir konditioniert werden, Mainstream haben, und irgendwann gucken wir alle nur noch Superstar und Dschungelcamp und sind völlig konditioniert in Filterbubbeln und werden optimiert. Und wenn wir alle den gleichen Algorithmus haben, also nochmal, also ich möchte mich davon völlig distanzieren. Ich habe auch bewusst heute mal so ein bisschen ein paar Beispiele gebracht, um zu provozieren. Ich glaube gerade, und das erleben wir wieder, glaube ich, auch momentan in dieser Krisenzeit, dass das menschliche Kontakt wichtiger denn je ist. Die Frage ist halt immer, ist es ein Entweder-Oder? Ja, also heißt das, die KI ersetzt den Menschen? Ja, oder kann ich nicht eine KI nehmen, zusätzlich, um zu sagen, hey, ich möchte mal ein Assessment von der KI haben, als zusätzliches Thema. Wenn die KI so mächtig wird, dass sie mich wirklich konditioniert und ich mich danach halte und alle anderen das auch machen, dann leben wir ja in einer monotonen Welt, wo wir alle gleichgeschaltet werden. Wobei mal ganz offen, also jetzt auch ein bisschen provokant, also wenn ich nach China gucke und mir das Social Scoring angucke und das WeChat, auch wenn ich das eben als tolles Beispiel genannt habe, möchte ich nicht in so einer zentralistischen Welt leben.
Weil ansatzweise passiert das da ja schon, ne? Dass ich über so ein Social Scoring Leute konditioniere, sich richtig zu verhalten. Ja, definitiv. Ich finde den Punkt sehr gut und ich möchte auch noch lieber von meiner Frau, Bekannten, wie auch immer, mal ein offenes Feedback kriegen. Die Frage, ob es nicht spannend sein kann, mal in Ergänzung das zu kriegen. Oder ich hatte das Beispiel, dass ich mit Replika sprechen kann. Das ist ja ein KI-gestützter Psychologe, wenn Sie so wollen. Ich habe da auch erst gedacht, wie krank muss ich sein, mit einer Maschine zu reden. Aber es gibt wohl Psychologen, die sagen, dass es vielen Leuten leichter tut, eben gewisse Probleme lieber mit einer Maschine zu diskutieren. Und da sage ich ganz offen, wenn das hilft, okay. Aber ich sehe auch schon die Gefahr, dass wir uns da eine Welt bewegen, die wenig emotional ist, wenig empathisch ist und wahnsinnig durch KI gesteuert wird. Und also in so einer Welt möchte ich nicht leben. Definitiv, ja. Danke. Okay, wie sieht's aus? Wer hat noch Fragen? Ich schalte den Klopfer mal wieder aus. Na, ich würde noch mal fragen wollen, Herr Genstein, wenn er seinen Feierabend auch wirklich verdient hat. Und zwar, wo kann Europa denn irgendetwas beisteuern, dass Ethik und KI oder Wertevorstellung und KI zusammenkommen? Was ist die Rolle von Europa? Naja, also es ist auch gefährlich, was ich sage. Ethik ist extrem wichtig, da braucht man nicht drüber reden. Nur manchmal wird jetzt so getan, wir müssen eine neue Ethik definieren. Also, dass ein Computer nicht rechtsradikal ist, ja, dass ein Computer nicht diskriminiert, das ist für mich selbstverständlich, das ist für mich keine KI-Diskussion, die Ethikregeln haben wir. Die Frage ist, wie kann ich die Ethikregeln anwenden? Und ganz oft meine Sorge ist, wir haben ja auch Initiativen in Deutschland und Europa, ne? Wir haben den Ethikrat, wir haben wir haben den Bundesrat der Regierung mit dem Digitalrat, die jetzt sowohl ein Manifest KI Made in Germany verabschiedet haben, wo es sehr viel um Ethik geht, ja, was gut ist. Meine Sorge ist nur, dass wir in einer globalen Welt wenig regional, lokal machen können. Was will ich damit sagen? Wenn ich heute bei Alibaba einkaufe, dann kaufe ich ein bei einer Maschine, die aus einem Wertesystem von China gespeist wird. Also provokant gesagt, selbst wenn ich hier irgendwelche Ethikregeln definiere, habe ich die Sorge, dass ich es gar nicht steuern kann, weil in einem globalen Internet gibt es eben Systeme, die vielleicht aus anderen ethischen Quellen gespeist werden. Meine Sorge ist, selbst wenn wir es schaffen, und nochmal, es gibt diese Initiativen in Europa, es gibt, also ich kann nur jedem empfehlen, der Digitalrat der Bundesregierung hat rausgebracht, KI Made in Germany. Das ist jetzt nicht Europa, sondern insbesondere Initiative. Es gibt eine KI for EU, eine sehr schöne Initiative, die sowohl Forschungsgelder zur Verfügung stellt, als auch einen ethischen Leitlinienmodell gebaut hat. Meine Sorge ist nur, wenn ich mir heute den Konsumenten anschaue, wir alle, wenn wir ganz ehrlich sind, klicken wunderbar an bei Google, Facebook, akzeptieren, akzeptieren. Warum? Weil es bequem ist. Und ich weiß nicht, ob Ethik alleine ausreicht, um die Schlacht zu gewinnen. Ob nicht die Marktmacht am Ende des Tages so groß ist. Insofern, Ethik wichtig, keine Frage. Aber lass uns auch überlegen, wie kriegen wir eine Leistungsfähigkeit hin in Deutschland, Europa, der KI, die gleichwertig ist mit einer KI in China und USA. Und wir sind, man kann sich angucken, die Anzahl von Patenten, die Anzahl von Startups, wir hinken hinterher. China ist Nummer eins, USA Nummer zwei, da kommt lange nichts und irgendwann Europa. Und meine Sorge ist, dass wir versuchen, uns zu sichern über eine ethisch saubere KI. Für mich ist Ethik ein Hygienefaktor, ein Muss, den wir anwenden müssen. Aber meine Sorge ist, dass wir versuchen, auf KI Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen. Und das wird nicht funktionieren. Okay, wunderbar. Herr Gensch, vielen, vielen Dank. Und im Übrigen war ich das auch nicht, ne? Das war mein Bot. Das wollte ich auch noch klarstellen. Der Bot aus San Francisco. Ja, jetzt müssen Sie noch über die Brücke, über die Seite der Brücke laufen. Hatte ich ja versprochen. Beim nächsten Mal, Herr Helwig. Okay. Üben noch. Ja, das können Sie mit Ihrem KI doch mal ausmachen, dass Sie da drüber wandern. Ja, ich rede nur drüber. Wenn es um Praxis geht, dann müssen andere das machen. Genau. Das doch. Den nächsten virtuellen Kongress machen wir dann international. Jawohl. Also, Dankeschön. Ich schließe mich jetzt hier den Worten von Herrn Kastner an, der im Chat geschrieben hat: Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Und dann stand noch, allein durch diesen Vortrag hat sich der Kongress schon gelohnt. Wie immer anregend für das eigene Tun. Danke dafür. Und dann sage ich auch nochmal Danke und auch Danke für alle, die hier im Chat mir jetzt gleich das Skript geliefert haben, weil arg viel mehr kann ich da jetzt auch nicht mehr ergänzen.
Herr Gentsch, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr zum 6. oder 7. Kongress dann wieder. Sehr gerne. Ihnen allen wünsche ich einen schönen Abend, ein schönes, langes Wochenende. Die Sonne, naja, so ein bisschen, aber vielleicht kommt sie doch noch raus. Genießen Sie das lange Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns auch demnächst mal live bei irgendeiner Veranstaltung wieder. Bis dahin. Super. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.